Es gibt viele, viele Faktoren, warum letztendlich Gluten, aber auch die anderen Bestandteile, die ich genannt habe, problematisch sind, vor allem im Übermaß, wenn sie zuführen. Und dann wird ja ruhig mal nachfragen, ist das ein echtes Sauerteigbrot? Ist das auch ein echtes Vollkornbrot? Weil es heißt ja mal, ja, Vollkorn ist so gesund und so gut. Aber teilweise wird den Vollkornprodukten ja mehr Gluten zugesetzt, weil die zusätzlich Gluten zugesetzt, weil die sich schlechter verarbeiten lassen. Kann man denn sagen, früher war das Brot besser? Ja, das kann man schon pauschal so sagen. Ja, hallo, mein Name ist Dr. Constanze Lohse. Ich bin Facharztin für Allgemeinmedizin mit eigener Praxis in Norderstedt in der Nähe von Hamburg. Und bin leidenschaftliche Ernährungsmedizinerin unter anderem und betreue auch regelmäßig Patienten ernährungsmedizinisch in der Praxis. Von daher spielt Brot eine große Rolle. Ja, gut. Vielen Dank. Ja, seit wann essen die Menschen denn Brot? Und wie kam es dazu, dass der Brotverzehr immer mehr wurde? Es gab ja noch nicht immer Brot. Das stimmt. Das hat sich ja erst so mit Ackerbau und Viehzucht letztendlich eingestellt. Das ist aber natürlich eine lange Tradition, da wir das seit ca. 11.000 Jahren machen. Aber früher gab es eben wild wachsende Süßgräser und ja, Getreidebrei wurde schon länger verzehrt, aber dass der jetzt wirklich gebacken wurde, begann eben dann erst, als die Menschen sesshaft wurden. Das war dann eben, initial waren es eher so Fladenbrote, ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Brot, was wir heute kennen. Aber es wurde dann letztendlich immer mehr, der Mensch ist sesshaft geworden dadurch. Und früher war das ein einfaches Lebensmittel. Es war eigentlich immer verfügbar, auch zu Kriegszeiten für gewöhnlich. Und so wurde es dann immer mehr. Aber es hat eben gar nicht mehr so was damit zu tun, was wir heute als Brot bezeichnen. Ja, wie hat sich denn so das Brot und das Backhandwerk mit der Zeit verändert? Also eigentlich wurde ja Brot früher in den Familien selbst zum Eigenverzehr gebacken. Und das macht jetzt leider heutzutage kaum jemand. Das Bäckerhandwerk, das hat sich dann eigentlich so im Mittelalter, als die Handwerkszünfte sich so entwickelt haben, wurde das dann groß und kam dann quasi raus aus den Familien rein in die Backstuben. Und heutzutage haben wir aber auch diesen Traditionsbäcker auch kaum noch leider, sondern es sind meistens ja Industriebackstationen, eher Schnellbackläden. Und es gibt sie ganz, ganz selten, die richtig echten Bäcker noch. Und dadurch hat das Brot sich auch leider enorm verändert. Ja, kann man denn sagen, früher war das Brot besser? Ja, das kann man schon pauschal so sagen. Natürlich gibt es heute auch noch Brote, die eben, wenn sie traditionell gebacken werden, zum Beispiel mit Sauerteiggärung, dann und der Brotteig entsprechend Zeit hat und die Rohstoffe gute Qualität haben, dann kann das auch noch ein gutes Brot sein. Aber die Frage ist, was ist denn heute? Ne? Heute haben sich unsere Ernährungsgewohnheiten geändert. Es gibt an jeder Ecke Brot zu jeder Tag- und Nachtzeit, morgens, mittags, abends als Snack zwischendurch. Und die Rohstoffe an sich, ne, der Weizen hat sich ja einfach total verändert. Der ist überzüchtet. Er ist eben so gezüchtet, wie er jetzt ist, damit er eben besonders resistent auch gegenüber Fraßfeinden, gegenüber Schädlingen ist. Und dadurch sind die Stoffe, die quasi in Getreide und vor allem in Weizen drin sind, die sind mehr drin als früher in den traditionellen Weizensorten. Und das ist das Problem, warum, ja, Weizen ist allgegenwärtig oder Getreidebrot ist allgegenwärtig. Hat einen ganz anderen Stellenwert als früher, wird häufig zwischendurch gegessen und hat leider nicht mehr die Qualität von früher und schlechter verträglich. Ja, genau. Ne? Also man hört ja auch immer mehr, dass Menschen sagen, oh, ich vertrage Brot nicht, ich vertrage Weizen nicht. Was du hast ja eben schon vom Weizen gesprochen und wie der sich verändert hat. Ist das immer nur der Weizen oder was sind noch Gründe dafür, dass Menschen Brot einfach immer schlechter vertragen? Also es betrifft vom Prinzip her alle Getreidearten. Aber nun ist Weizen tatsächlich das Getreide, was am häufigsten verzehrt wird und auch das, was die Bäcker tatsächlich am häufigsten nutzen, weil es so einfach ist zu verarbeiten. Und Weizen und auch andere Getreidesorten haben ein Problem, weil sie enthalten Stoffe, die wir nicht gut vertragen, die wir auch nicht gut verdauen können. Und ich glaube, alle Menschen kennen irgendwie Gluten und glutenfrei. Ist ja bestimmt auch so ein Hype, ne? Teilweise auch viel mehr Hype als wirklich Wahrheit dahinter. Aber es ist schon so, dass die Patienten, wie du genau richtig gesagt hast, weniger Brot vertragen. Das liegt zum Teil am Gluten, weil der Glutengehalt einfach wirklich höher ist als früher. Das ist leider so gezüchtet, aber es bestimmt auch noch andere Bestandteile tatsächlich im Weizen. Es gibt also das Gluten. Gluten ist ja eigentlich nur ein Proteinkomplex. Und es gibt aber noch weitere Proteine,
die Amylase-Trypsin-Inhibitoren zum Beispiel oder eben auch Kohlenhydrate wie die FODMAPs, die auch problematisch sind. Unser Körper kann die nicht gut verdauen. Teilweise entstehen da Gärgase und gerade bei Gluten und bei den ATIs, bei den Amylase-Trypsin-Inhibitoren, da ist es so, dass sie die Darmbarriere auch stören. Und dass dadurch eben Stoffe in den Darm gelangen können, die normalerweise gar nicht rein können. Und es macht eben auch Entzündungen. Also es gibt viele, viele Faktoren, warum letztendlich Gluten, aber auch die anderen Bestandteile, die ich genannt habe, problematisch sind, vor allem im Übermaß, wenn sie zuführen. Und Weizen ist nun mal das, da ist wo mit am meisten drin leider. Und durch die Züchtung und auch, weil Weizen prima mit Stickstoffdünger angebaut wird. Und da muss man eben gucken, dass dieser Stickstoff vermehrt einfach die Proteine, also die Eiweiße, die wir nicht gut vertragen, in dem Weizen. Und deswegen würde ich zum Beispiel, also ein Tipp wäre eben einfach auch schon mal Bio zu kaufen, weil Bio sind letztendlich fast alle Dünge oder künstliche Düngemittel letztendlich verboten und somit enthalten Bio-Weizenprodukte zum Beispiel auch weniger von diesen schädlichen Proteinen. Okay, ja. Dann hört man ja auch oft, ne, dass Menschen auch sagen, ja, mir ist schon aufgefallen, Weizenbrot vertrage ich nicht so gut, Dinkel vertrage ich besser. Was ist da der Grund dafür, dass Dinkel oftmals dann besser vertragen wird? Ja, das ist ganz spannend. Man würde ja sagen, ne, Gluten ist irgendwie schuld, aber Gluten ist ja zum Beispiel im Dinkel eher auch mehr enthalten, was ganz spannend ist. Aber Dinkel enthält noch so eine extra Schale sozusagen und lässt sich nicht so einfach da rauspulen, während beim Weizen, der fällt ja quasi, entfällt dann direkt auseinander. Und beim Dinkel ist ein extra Arbeitsschritt, der dann erst erfolgen muss. Und das Gute ist, dass der dann eben besonders gegenüber Umweltschädlingen zum Beispiel, Umweltgiften etc., Düngemittel, all das, womit sozusagen die normalen Getreidesorten in Kontakt kommen, das ist dann alles in dieser sonderlichen Schale. Und das muss erst in einem weiteren Schritt rausgepult werden. Und dann ist der Dinkel tatsächlich besser verträglich. Ist auch mehr so eine Ursorte, die weniger Züchtung unterliegt. Sodass viele beschreiben, tatsächlich das Dinkel besser vertragen wird. Was sogar noch besser vertragen wird, sind diese richtigen Urgetreide, Einkorn und auch Emmer. Und da hat man auch nachgewiesen in Studien, auch unter Laborbedingungen, dass die weniger von diesen schädlichen Proteinen und auch von FODMAPs und Fructanen auch enthalten. Also auch von den anderen schädlichen Stoffen. Ja, und somit sind sie besser verträglich. Ja, okay. Also man kann schon sagen, es gibt Brote, die werden besser vertragen als andere. Du hast auch schon gesagt, grundsätzlich Bioqualität ist besser. Was gibt es da noch so für Kriterien, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt mal ein Brot auswählen? Was würdest du da so beachten? Also ich würde wirklich den Bäcker des Vertrauens wählen, im Idealfall auch mal nachfragen oder im Idealfall ein Brot selber backen. Ich habe ja gerade schon gehört, ihr bietet da anscheinend einen Kurs an, das klingt gut. Weil worauf man achten sollte, ist tatsächlich die Sauerteiggärung. Weil was hat sich verändert? Zum einen natürlich der Rohstoff, das Getreide, weil das einfach gezüchtet wurde, verändert wurde. Zum anderen hat sich aber auch neben dem Rohstoff und den Anbaubedingungen die Verarbeitung des Getreides total verändert. Wir wissen ja, wir haben für alle heute nichts mehr Zeit. Das heißt, dieser ganze Backprozess, der früher ja Tage in Anspruch genommen hat, auch dieser Gärprozess, den gibt es so nur noch selten, nur noch bei richtigen Traditionsbäckern. Es gibt eher so Schnellbackbetriebe, wo teilweise so ein Brot innerhalb einer Stunde entsteht. Und da werden eben Hefen zugesetzt, da werden andere Zusatzstoffe zugesetzt und das beschleunigt natürlich den Backprozess enorm. Dabei ist diese Sauerteiggärung, dieser Fermentationsprozess, der ist wichtig, damit eben diese Stoffe, die ich vorhin genannt habe, unschädlich gemacht werden. Das ist eigentlich der Hintergrund und deswegen sollte so ein Idealfall, so ein Sauerteigbrot eben ja schon mal 2 Tage beim Bäcker dann verbringen, ehe es dann verkauft wird. Und man sollte eben, wenn man Brot kauft, auch beim Bäcker ruhig mal nachfragen. Ist das ein echtes Sauerteigbrot? Ist es auch ein echtes Vollkornbrot? Weil es heißt ja immer, ja, Vollkorn ist so gesund und so gut. Das ist ja immer das Argument mit den Ballaststoffen und mit den Vitaminen. Ja, das stimmt, es enthält mehr als die normalen Auszugsmehle. Aber teilweise wird den Vollkornprodukten ja mehr Gluten zugesetzt, weil die zusätzlich Gluten zugesetzt, weil die sich schlechter verarbeiten lassen. Die lassen sich schlechter backen. Und Gluten ist ja zum Beispiel dass das Brot voluminös wird und fluffig wird und so schön wird, wie wir es gerne haben wollen. Und das ist im Vollkorn dann teilweise schwieriger zu verarbeiten. Deswegen enthält das mehr Gluten. Und zum anderen
kann Vollkorn eben gerade auch für Menschen oder generell Brot für Menschen, die schon Vorerkrankungen haben, sowas wie Leaky Gut, durchlässiger Darm, noch schwieriger sein, noch schwerer zu verdauen sein. Und man muss auch immer sagen, besser als Vollkornbrot ist Gemüse, besser als jegliche Form von Brot ist Gemüse. Deswegen würde ich immer pauschal dazu raten, lieber dann Brotmahlzeiten durch Gemüse zu ersetzen. Dann hat man mehr Ballaststoffe, mehr Vitamine und es ist gesünder. Und wenn man Brot kauft, dann neben Bio und der Vollkornvariante, und damit meine ich auch wirklich Korn und nicht diese Auszugsvollkornmehle, weil dann hat man auch nicht mehr viel davon. Ne, dann ist der Blutzucker schnell genauso in die Höhe wie bei Weißmehlprodukten, das darf man nicht vergessen. Und dass man darauf achtet, dass da keine Zusatzstoffe enthalten sind. Ruhig nochmal beim Bäcker nachfragen.